Er gilt als der faulste Ball der Welt, der Federball. Und das ist schon ein bisschen paradox, denn Weltklasse-Spieler smashen diesen Federball hier mit über 300 km/h über die Netzkante. Wir wollen Ihnen heute die Sportart Badminton etwas näher bringen. Und das in ganzer epischer Breite. Von der Freizeitbeschäftigung Federball bis hin zum Profisport Badminton. Dieser wird übrigens auch als Schach mit Tempo 300 bezeichnet. Kaum eine andere Sportart vereint mehr Fähigkeiten. Die technisch-taktischen Variationsmöglichkeiten beim Badminton sind enorm. Weltklasse-Spieler smashen mit 300 km/h den Ball übers Netz und sprinten während eines ausgeglichenen Matches einen Marathon. Die Ursprünge dieser rasanten Rückschlagsportart mit dem tennisähnlichen Spielfeld findet man in Indien. Um 1860 wurde es von in Indien stationierten britischen Soldaten adaptiert und nach England importiert. Während Federball sich in Deutschland großer Beliebtheit erfreut, fristet Badminton bei uns ein Schattendasein, klammert sich unfreiwillig und krampfhaft an den Status einer Randsportart. Dagegen ist Badminton in Asien Nationalsport Nummer 1, geradezu eine Religion, Opium fürs Volk. Volkssportstatus wie in Asien genießt das europäische Badminton nur in Dänemark. Es ist eine Tradition. Pro Generation stellen die Dänen zwei Weltklasse-Spieler, welche im schachmetaphorischen Sinne die Profis aus dem Reich der Mitte wie Bauernopfer aussehen lassen. Seit den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona ist Badminton auch Teil der großen olympischen Familie. Ich gebe zu, die Jungs und Mädels vom Badminton Club Neuwied haben mich ganz schön zum Schwitzen gebracht. Da stellt sich natürlich die Frage, war das jetzt Badminton oder Federball, Jörg Wengenroth? Ja, das war sicherlich Badminton, denn wir betreiben Badminton hier als Wettkampfsport. Und wir versuchen durch Badminton, so schnell wie es geht, den Gegner einen Punkt abzunehmen. So sieht's aus. Und was ist denn der Unterschied zwischen Badminton und Federball genau? Im Federball versucht man, so lange wie möglich den Ball im Spiel zu halten, den Ball zuzuspielen dem Gegner. Und beim Badminton versucht man, so schnell wie es geht, den Punkt zu erzielen. Wettkampfsport halt. Dankeschön, Jörn Wengenroth. Wir haben aber noch einen zweiten Experten in der Runde. Das ist der Hans Rhein, der erste Vorsitzende vom Badminton Club Neuwied. Hans, die Frage an dich. Jetzt haben wir den Unterschied gehört zwischen Badminton und Federball. Wie ist der Schwerpunkt bei euch im Verein? Ist es eher der Leistungssport oder der Breitensport? Ja, wie unser Vereinsname natürlich schon sagt, in erster Linie spielen wir natürlich Badminton. Also wir betreiben Badminton als Wettkampfsport, haben natürlich auch ein zweites Standbein, den Breitensport oder auch den Hobbysport bei uns genannt. Da haben wir einige Aktive, die also auch sehr begeistert Badminton spielen. Zwar auf einem anderen Level als die Mannschaftsspieler, aber die haben alle ihren Spaß daran. Muss ich also wirklich sagen, das ist ja das Faszinierende unserer Sportart, dass man also Badminton auf der höheren Leistungsebene spielen kann, aber auch weiter unten angesiedelt auch Spaß daran hat. Und ein ganz besonderer Vorteil beim Badminton ist halt auch, dass man also beide Geschlechter spielen können. Und man kann es ganz jung anfangen, bis ins hohe Alter spielen. Das ist also wirklich das Schöne und Faszinierende am Badminton, was mich also auch noch lange dabei hält. Dankeschön, Hans Rhein. Ja, jetzt wissen wir, was der Unterschied ist zwischen Badminton und Federball. Wir haben hier Breitensport gesehen, aber auch durchaus Leistungssport. Es gibt aber natürlich auch noch den Weltklasse-Sport. Und wenn Weltstars wie Marc Zwiebler zum Beispiel, der amtierende deutsche Meister, wie das aussieht, wenn die zum Schläger greifen, das sehen wir uns jetzt mal an. Den Jungs und Mädels aus Neuwied konnte ich noch ein wenig Paroli bieten. Jetzt gönne ich mir aber das zweifelhafte Vergnügen und fordere den amtierenden deutschen Meister Marc Zwiebler heraus. Günther Grass würde wohl dazu sagen, beim Häuten des Zwieblers. Aber wir wollen das Güntherchen nicht überstrapazieren, denn zugegeben, der Vergleich hinkt ein wenig. Apropos hinken, es könnte sein, dass ich beim Häuten des Zwieblers anfange zu hinken.
my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Ja, ja, so ist das, wenn man sich mit einem Weltklasse-Mann wie Marc Zwiebler anlegt. Dann muss man schneller seinen Schläger als Gehhilfe missbrauchen, als einem lieb ist. Es zeigte sich schnell, dass der deutsche Meister nicht umsonst Olympiateilnehmer in Peking war und in der aktuellen Weltrangliste auf Position 18 geführt wird. Marc Zwiebler ist der einzige deutsche Spieler, der alle Badminton-Rochaden in virtuoser Art und Weise beherrscht und aufgrund seiner ausgereiften Schlagtechnik in der Lage ist, seine Gegner auf Weltklasseniveau auszunocken und schachmatt zu setzen. Und so kam es, wie es kommen musste, ich fing schneller an zu hinken, als es mir lieb war. Es hat nur noch zum Häuten einer Zwiebel gereicht, nicht aber eines Zwieblers. Nix war's mit dem Häuten des Zwieblers. Ich bin völlig fertig, aber wir wollten ja trotzdem herausfinden, ob Badminton wirklich Schach mit Tempo 300 ist. Und da habe ich ein Zitat gefunden, das ist dermaßen komplex, liebe Zuschauer, das muss ich Ihnen einfach vorlesen, weil auswendig lernen war nicht. Der Badminton-Profi braucht das Auge eines Adlers, die Sprungkraft eines Tigers, die Schnelligkeit eines Geparden, die Gelenkigkeit einer Ballerina, die Ausdauer eines Marathonläufers, die Reflexe eines Oliver Kahn, die technische Virtuosität eines Roger Federer und, um die Schachmetaphorik noch einmal zu bemühen, die taktischen Fähigkeiten eines Kasparov. Pathos oder treffend formuliert? Wer könnte es besser wissen als der amtierende deutsche Meister Marc Zwiebler? Ja, also es ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber eigentlich stimmt es schon, denn es ist genau diese Komplexität, die den Sport eigentlich ausmacht und so interessant macht. Also man muss schon von allem ein wenig fallen. Und wie ist das mit der Situation im deutschen Badminton? Du bist jetzt die amtierende Nummer 18 der Weltrangliste und trotzdem ist die Medienaufmerksamkeit, vor allem der Fernsehsender, nicht gegeben. Woran liegt es und was kann man tun, um das zu ändern? Ja, wir stehen natürlich in Konkurrenz mit sehr vielen erfolgreicheren Sportarten und ich bin zwar Nummer 18, was gut ist, aber ich denke mir, dass wir mehr Medienpräsenz bekommen, wenn wir wirklich in die Top 4, Top 3 in der Welt aufsteigen, weil Deutschland ist so erfolgreich in so vielen verschiedenen Sportarten, dass wir da im Moment noch ein bisschen hinten anstehen. Also würde es quasi helfen, wenn du Weltmeister werden würdest zum Beispiel? Ja, das denke ich schon. Also man merkt auch schon bei Großveranstaltungen wie Weltmeisterschaften oder jetzt bei der Olympiade haben wir auch schon gesteigertes Medieninteresse, aber es fehlen dann doch noch so ein bisschen die ganz großen Erfolge, um das dann konstant aufrechtzuerhalten. Weltmeister warst du noch nicht, dafür warst du jetzt in Peking im Sommer bei den Olympischen Spielen. Kann man das beschreiben? Ist es wirklich dabei sein ist alles? Was ist das für ein Gefühl, bei den Olympischen Spielen zu starten, teilzunehmen? Also das ist schwer zu beschreiben. Also es ist natürlich gigantisch, alles, das ganze Event, die ganze Vorbereitung allein schon und dann das Olympische Dorf und das Stadion und die Eröffnungsfeier, ist alles ziemlich unbeschreiblich. Dabei sein ist nicht alles, aber sehr, sehr viel. Also ich meine, wenn man da ist, will man natürlich auch, wenn möglich, eine Medaille holen. Das war mir leider nicht vergönnt dieses Mal, aber es war schon ein Riesengefühl einfach, das Ganze zu sehen und die ganzen Leute zu treffen und wirklich 4 Wochen dieses wirklich Olympia einfach zu leben. Naja, immerhin ins Achtelfinale gekommen, das ist ja auch ein achtbarer Erfolg. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Dankeschön, Marc Zwiebler, für die Ausführungen zur Situation im deutschen Badminton. Ja, das war unser Porträt vom Badminton und ich hoffe, wir konnten ein bisschen zeigen, dass es wirklich Schach mit Tempo 300 ist. Und damit zurück ins Studio.